Und heute möchte ich Ihnen den zweiten Teil unserer dreiteiligen Karriere-Styling-Reihe vorstellen. Wir fragen uns ja immer wieder, was bestimmte Menschen so erfolgreich macht. Und wie ich Ihnen ja auch bereits in meinen Vorträgen immer gerne erzähle, ist ja nicht nur abhängig von, ist der berufliche Erfolg nicht nur abhängig von den Fähigkeiten, die Sie besitzen, sondern es hängt davon ab, ob andere, sprich Ihre Zielgruppe, Ihnen diese Fähigkeiten zuschreiben. Und die erfolgreichen Menschen, also sprich diejenigen, die wir als Experten oder Leistungsträger in einem Unternehmen oder als Selbstständige bezeichnen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein aktives Selbstmarketing betreiben. Also darin qualifiziert sind und gut ausgestattet sind, sich quasi in das richtige Licht zu rücken und sich als Marke zu etablieren. Und ein wesentlicher Bestandteil dessen ist die Fähigkeit, die eigenen Kompetenzen auch zu kommunizieren. Also sprich, was macht mich als Problemlöser für ein Unternehmen und für den Kunden interessant? Und wir sind darauf spezialisiert, Ihre Kompetenzen auf eine nonverbale Ebene zu visualisieren. Also quasi ab dem ersten Eindruck, Ihren Gegenüber zu überzeugen, dass Sie das auch bringen, was Sie versprechen. Und mit dieser Webinarreihe möchte ich Ihnen aufzeigen, wie stark die Selbstpräsentation Ihren beruflichen Erfolg bzw. Werdegang beeinflussen kann. Und wir werden heute im zweiten Teil uns darum kümmern, wie die Zielgruppe adäquat angesprochen wird. Weil jede Marke, also auch jede Personenmarke, hat eine eigene Zielgruppe. Und wir werden uns ansehen, wie Dresscodes individualisiert werden können, wenn nicht immer der Anzug oder das Kostüm gleich aussehen muss. Und ich möchte, wie beim letzten Mal auch ganz gerne mit Ihnen, da wir eine kleine Runde sind, können wir das ganz schnell besprechen, Ihre Erwartungen abfragen. Also was stellen Sie sich vor, was sind so Dinge, die Sie heute auf jeden Fall mit nach Hause nehmen möchten. Wenn Sie das kurz eintippen wollen, wäre das prima.